Ah, meine Stadt brennt. So, zack. Jetzt muss ich... Zack. Zack. Destruction. Zack. Huch. Es ist aber... Moment. Er ist auf meiner Seite. Das willst du spielen? Nee. Automatisch. Moment, wer ist denn Ernst von Karstein? Das ist der, so, der, ja. Von den Rebellen. Das ist der ohne Nase. Mit ohne Nase. Und da werfe ich die, dann kriege ich 5% mehr Einheitenverstärkung. Keinen Schaden. So, Ernst, verpiss dich. Will ich nie wieder in meinen Ländern sehen. Sonst muss ich böse werden. Und wenn ich böse werde, Gnade dir Gott. So, die Armee wird gebaut. Dauert aber eine Weile. Okay. Ist bestimmt auch von der Fehler, sich auf Vagus und Wahrgeister zu verlassen. Kann helfen. Ha? Kann helfen, muss aber nicht. Ja, aber ich will davon auf jeden Fall ein paar jetzt haben. Also ich mache jetzt, habe jetzt zweimal Gruftschrecken drin, mache ich vielleicht noch eine rein. 4 Wargulfs und vielleicht dann noch 4 Flederbestien. Hm. Und dann kann man ja noch anderes Geviech machen. Gesocks. Und dann sollte das passen. Ich hoffe, dass die Zwerge jetzt hier bleiben. Sehr schön. Dann greife ich die nächste Runde an, vernichte sie hoffentlich. Und dann werde ich, glaube ich, mit 2 Armeen erstmal gegen die obere, gegen die Zwergen da gehen. Plündern und rauben. Groll abgebrochen. Und lass dir den Rest. Groll erteilt. Ja, ist doch gut. Hauptsache ist der gleiche, das wäre schön. Ja, fast. Was ist das denn hier eigentlich? Wer ist das? Rebellen des Imperiums? Geht mal weg. Geht zum Imperium, nicht zu mir. Immer nur Stress. Ja. Ich kann leider, bin leider auch nicht besser dran. Kannst du nicht irgendwie deine Armee komplett zusammenziehen und dann angreifen? So genau, eine 20er. Hä? Naja, immer nur auf 20 Stück halt. Aber das Problem ist, ich habe nichts, was ich groß zusammenziehen könnte. Naja, aber nee, ich meine, wie viele Armeen hast du? Insgesamt. 3 oder 4. Kannst du die nicht so komplett zusammen marschieren lassen und dann immer nacheinander alles angreifen? Die sind alle mega verteilt. Die eine ist noch nicht mal fertig, die andere... Das ist dann blöd. Ja. Alright. Aber das hier war jetzt im Grunde mein erster Erfolg. Ja, es fängt immer klein an. Seit Äonen. Ja, ich hoffe, dass es das jetzt wirklich der Anfang war. Wäre ja tatsächlich mal wünschenswert. Hm. Ja, es sind halt überall, meine Einheiten sind halt überall verteilt. Jetzt ist auch wenigstens ja Mali von der Konföderation wieder weg. Das heißt, die Sachen gehen jetzt in der öffentlichen Ordnung mal wieder ein Stück nach oben. Ja. Und versumpfen halt nicht voll in den Minusbereichen. Das ist nur in Juli, sorry. Ja. Brock Eisenhack, bleib da bloß stehen. Aber warum denn? Ja, ich habe den neues Met zu verkaufen. Achso. Met oder Met? Met, halb und halb. Haben sie noch, das haben sie noch nicht gegessen, die Qualität, du. Das Problem ist halt, dass gerade in den Städten, die ich halt neu bekommen habe, ist halt einfach. Was ist das denn? Rebellen des Imperiums, okay. Ich habe hab noch nicht mal Städte, die ich neu bekommen habe. Na gut. Oh, hier geht's ja minus 15 pro Runde. Ist natürlich auch nicht so geil. Nicht? Ja, nee. Ist eher so ungut.
wichtig ist halt, dass ich irgendwie die ganzen Sachen verteidige, wo... Also alles, was halt eine Hauptstadt ist. Hm. Weil das ja mit am meisten wert ist. Aber ich habe halt einfach nicht genug Armeen dafür. Beziehungsweise nicht genug Armeen, um 6 20er aufzuhalten. Das ist halt echt einfach nur noch widerlich mittlerweile. Ja, da musst du halt immer nur... Die sind doch mal mit 2 20er unterwegs, ne? Ja. Da muss ich immer 3 dagegen halten. Ja. Am besten jetzt noch eine Armee gleichzeitig rekrutieren. Ja, aber wenn du 4 Armeen hast, sage ich mal, kannst du mit den 4 Armeen ja immer gegen 2 von seinen 20er und dann kriegst du... wirst du der Lage ja auch her, ne? Da würde ich auch keine Wetten drauf eingehen. Ah, doch. Habe ich mit Imperium auch so gemacht. Da bin ich immer mit 3 Armeen gegen andere Armeen gegangen. Ich baue jetzt gleichzeitig noch eine 20er auf. Na, wer hat, der kann. Ja, ich habe jetzt 11.000 im Plus pro Runde. Irgendwie muss ich ja. Ich kann halt immer nur jede Runde hoffen, dass keiner von den Grünen heute angreift. Genau das. Verrückt, ey. Verrückt. Moment, Moment, Moment. Was greift er an? Weiß ich nicht. Dein Frieden. Ja gut. Da brauche ich dann aber deine Hilfe beim Steuern. Ich habe momentan voll das Problem mit Korruption, ey. Ja, ich habe mehr das Problem mit deiner Korruption. Ja, ich auch. Ich habe zu wenig. Ich habe zu viel. Komisch, wollen wir tauschen? Gewinnst du doch locker, das Ding. Ja, warten wir mal ab. Ich hole mir ein Wassereis. Okay. Ja, ja. Die Orks. Jetzt überlege ich gerade. Ich glaube, das sind 2 seiner Armeen von unten. Wenn die weg sind, könnte ich, glaube ich, Eisenfelsen übernehmen wieder. Könnte sein, ne? Aber du musst mir helfen. Ich weiß halt nur noch nicht, was du am besten übernimmst. Ob du die Fernkämpfer oder die Nahkämpfer nimmst. Weiß ich nicht. Oder das Katapult. Kann ich nicht im Berg sein? Oder willst du nichts machen? Mir ist es egal. Mir auch. Nimmst du die mit Schild? Oder nee, nimm du die Typen, die flankieren sollen. Und das Katapult. Oh, ist kalt. Das hat Wassereis so an sich. Ja, aber es ist sehr kalt. Ja, auch das hat Wassereis so an sich. Ja, wow, das ist ja richtig geil. Also, Moment, hat er da. Achso, nee, die stehen nur hinter einem Hügel. Ich wollte schon sagen. Oh, guck mal, jetzt bist du ja flankiert. Mhm. So. Die, die, die. Und die. Die kriegst du, denke ich. Also, Langbärte sind recht starke Infanterieeinheiten. Dann das Katapult und 3 Bergwerkertruppen hast du dann. So. Okay, stell mich schon mal auf. Ja, du musst dich so ein bisschen mit mir aufstellen halt, ne? Ich hab mich schon aufgestellt. Ich stell mich aber hier hinten auf. Ja, ja, guck mal, wo ich stehe, perfekt. Boah. Sagst aber auch ja nichts dazu. Was soll ich denn dazu sagen? Das Katapult bitte hinter meine Linien. Nee, ich finde das super aufgestellt. Nee. Ach, du hast überhaupt gar keine Ahnung. Geschossschleuder ist das? Nee, Grollschleuder. Ja. Kannst du da die Grolle nicht einfach alle wegschießen? Ja, sehr schön. Kann ich die hier oben hinstellen? Ja. Ne? Am besten so ziehen, dass die irgendwie in Richtung Feind gehen. Ja, ja, Moment. Was, ey? Jetzt spiel mal richtig! Ja, warte mal, der dreht nicht so, wie ich will, der Arsch. Jetzt so. Ja, dankeschön.
Mein Gott, es geht hier um alles. Es geht hier um meine Armeen, Gottverdammt. Wenn ich das verliere, bin ich am Arsch. Nee, hier hin oder auf der anderen Seite? So in die Mitte am besten. In die Mitte? Achso, die. Nee, nee, schon gut. Ich würde vielleicht aufteilen. Eher von zwei da, zwei da. Was sind das? Diese Bergwerker und die Langwerte. Ah, okay, jetzt sind da nur zwei, alles klar. Warriors! It is a reckoning! Bereit? Ich hab eine Einheit zu verschenken. Welche denn? Eure. Beschleunigen mal bitte. Kann ich, du musst beschleunigen. Nee, du musst auch. Ja. Ist bei mir ausgegraut. Das kann ja immer nur noch der machen, der am. Ja, ich dachte, weil ich die Einheiten vielleicht geschenkt habe. Nee, nee. Na, die treffen sich erstmal. Oder was ist da los? Ich kann doch nur hoffen, dass mein Anführer dann noch so ein bisschen was reißt. Hm. Ja, das ist angemacht. Bitte? Achso. Ja, schon gut. Oh, der Streitwagen ist ja ekelhaft. Will ein Diskussionsbattle. Bin ich froh, dass Zwerge ein geduldiges Volk sind. Okay, ich verstehe nicht so ganz. Was bedeuten diese Zielsachen? Nein, keine Munition verschwenden. Nee, aber ich will nur so, ich das gerne mal wissen. Wobei mich sowieso mal. Ich glaube, so würde ich treffen. Kann ja nicht glaub sein. Glaube ich nicht. Viel zu weit weg. Weil ich weiß, du hast ja oben und unten so einen Halbkreis, das sieht aus wie eine Explosion, und dann hast du in der Mitte einfach nur ein Kreis. Ich würde mal gerne wissen, wo da was sein muss, damit du triffst. Oh fuck, die Goblin-Steinschilder hatten, glaube ich, eine höhere Reichweite. Oh scheiße, was habe ich jetzt gemacht? Ah, das ist leider noch nicht die Armee mit diesen Flammenwerfern. Oder mit den geilen Orgelkanonen. Oder mit sämtlichen. Ja, gut, mit den Orgelkanonen. Ja, ja. Da werden die Alten dann durchgeorgelt. Ja, aber hart. Geil. Boah, also was würde ich jetzt für Gyrokopter tun, ey? Zum Griechen gehen? Keine Gyroskopter. Ach du, hör auf. Womit? Keine Ahnung. Ja, habt das dann mal da hinten, ey. Der Kampf ist. Meine Leute schlafen gleich, wenn ihr da seid. Gott. Mein Wassereis ist gleich alle. Ja. Hört das, dein Wassereis ist gleich alle. Mann, was war los, ey? Güte, ey. Und du kommst immer noch nicht, ne? Ich stell sie nur auf. Die einen Moschards, der Ork-Wildschweinreiter, die haben Zeit. Oh, dann geh ich nochmal kacken. Ehrlich? Bevor die kommen, weißt du. Boah. Schon. Nee. Aber wir sind begeistert. Ja, das ist doch schön. Alter! Das ist eine Truppe, ne? Die braucht einfach Jahre. Boah, meine Reichweite geht nicht mal. Ja, doch, obwohl meine geht auch recht weit. Hier hat man noch gar kein Zeitlimit, ne? Nee, wir haben das so ausgestellt. Im Singleplayer hast du eine Stunde Zeitlimit für eine Schlacht? Ja.
Und gegen irgendeine Mongos hatte ich mal einen Kampf. 20 Minuten ist nichts passiert. Ach, weil ich mich versteckt habe. Hattest du nur eine Einheit oder was? Nee, ich hatte 6 oder so und der ist mit so einer 10er, 14er angekommen. Okay. Dann habe ich mich die ganze Zeit in den Wäldern versteckt. Er kommt, ne? Naja, ich weiß. Ja, bevor er da ist, ey. Mit dem Katapult immer in die, wo die meisten Einheiten auf einem Haufen irgendwie. Am liebsten wären mir natürlich immer die Katapulte, aber ich glaube, die trifft man halt sehr, sehr schwer mit den. Aber die sind recht schnell für Katapulte, ne? Das sind halt auch Katapulte. Krass, aber die sind alle schon außer Atem, bevor sie überhaupt da sind. Boah, er kann gleich schon schießen. Die haben ja schon eine kranke Reichweite, die Viecher, ey. Ich muss noch warten. Was ist das Ausrufezeichen, dass die erschöpft sind? Nee, das ist. Welches Ausrufezeichen? Nee, das ist, wie stark du im Vergleich zu dem bist, also ob du eine Chance dagegen hättest, wenn du mit denen das anlegst. Und was ist grün? Ist dann grün nein? Grün ist gut. Grün ist, du hast eine Chance. Okay, der Anführer ist sehr schwach. Warum? Weil da ist es grün. Mit wem, wie siehst du das an? Mit der. Mit den Dings, Achso, ich mach mal wieder langsamer. Katapult. Mit der Katapult? Mit der Katapult. Der Katapult schießt. Irgendwann. Worauf? Ja, da, wo die meisten Leute sind. Ja. Ui. Gut ist, er muss einen Berg hoch. Das ist immer ein schöner Vorteil für einen. Rennt da Listige. Kannst du mal gucken, ob du die Katapulte anvisieren kannst von ihm? Na, ja, könnte ich. Kannst du die vielleicht angreifen? Könnte ich. I do. I do how you wish, my master. Wie, da kommt ein Geschoss von denen. Bäm, genau davor. Bäm, genau da drin. Alter. Ha, sieht aber schon funny aus. What the fuck? Kommen ja auch mal Steine angeflogen. Hallo. Armbrustschützen. Bäm, bäm. Die Fahne habe ich getroffen. Oh, es wurden verdeckt. Feinde wurden aufgedeckt. Sie kommen von der Seite. Ja, die musst du auch ein bisschen aufhalten, ne? Die ganzen Bergwerker! Angriff! Huch, sie haben uns zurückgeschlagen! Wie konnte das nur geschehen? Links, die. Links. Oh, da kommen die Streitwagen, du. Ach, du heilige Scheiß. Die wollen Stress. Okay, die Langbärte sind am Stissel. Ich guck mal kurz, was macht jetzt genau das hier. Hat es schon irgendwas erreicht? Ein bisschen. Oh, der hat gesessen. Die schießen recht langsam aber, ne? Was? Na, die, das Katapult? Ja, ich muss mal nochmal in Tech Tree gibt's das, dass sie schneller schießen. Kam ich aber bis jetzt ehrlich gesagt noch nicht so zu. Die einen sind schon am Wanken. Oh Gott, hinter mir, scheiße. Ja, guck, noch eine. Scheiße, die nehmen wieder Anlauf. Oh Gott. Ah, die greifen das Katapult an. Wo ist mein Anführer? Hart im Getümmel. Boah, mit einem Angriff so viel Leben abgezogen. Krass. Was sind aber dieses Konfetti, ey? Was soll denn das? Wir sind doch hier nicht auf einer Fete.
Weil wir wanken die ersten. Ach komm schon, mach die Streitwagen weg, halt auf da rumzuwirbeln. Und das haben wir mal von hinten. Ja, die Frage, soll ich weiter. Na gut, soll ich die weiter hinten angreifen mit dem Katapult? Ja, bitte. Okay, die einen fliegen gerade. Ah, nur am. Das ist eine von dir, ne? Ja. Oh! Das Katapult hat keine Mutten drauf, Muni hat's da noch. Warum ist da so ein X drauf? Hä? Da ist so ein X drauf. Bei mir ist ja kein X. Ach so, weil die nicht mehr da dran stehen. Ach so, okay, scheiße. Warum machen sie das? Doof? Los! Wie kriege ich sie wieder daran? Ach so, okay. Okay. Streitwagen sind halb tot. Jetzt greift die Streitwagen an. Sie fliegen. Sehr gut. Okay. Und weiter geht der Beschuss. Zeit. Sind die weg? Ah, die fliehen. Und weg. Alles klar. Ich kriege einfach mega die Probleme gerade. Aber die wanken gerade alle. Also sehr viele wanken. Von ja, hilft mir aber nichts. Er hat hier die gesamte linke Seite, hat er einfach vollkommen unter Kontrolle. Wo mein General halt auch steht. Hm. Na gut, die rechte ist gerade am Wangen. Meine ich doch, die rechte. Okay, die Bergwerker sind gerade alle am Fliehen. Irgendwas hier noch von mir. Ja. Oh mein Gott, die kommen zurück! Ich werd verrückt. Wer? Das ist ja seine eine Reitertruppe hier. Ungeil. Okay, das eine Geschütz, das ist am Wanken. Soll ich mal das andere an? Schon wenn die weg sind, dann kann ich da mehr. Oh, alle Bergwerke haben sich gefangen. Ja, da kam der Krankenwagen direkt. Eine, ja, eine ist jetzt auch weg. Ja, die, wurde ab, die wurde halt gerade abgeholt. Oh, jo! Fand ich die denn ein Haus oder was? Ja, sicher! So, soll ich jetzt mit den Langwerten noch mal in die, ins Getümmel rein? Ich hab ein Standbild. Ich nicht mehr. Was, wo sollst du rein? Ja, ins Getümmel. Welches so, Getümmel? Mitten rein, bei dir so. Ja, es gibt, glaube ich, kein wirkliches Getümmel mehr. Oh Gott, sie kommt zurück, alles klar. Okay, sie fliehen wieder, alles klar. Na ja, guck mal, wankt doch alles. Ist doch super spitze. Nee, ich muss so viel töten, wie es jetzt geht. Ist der Anführer noch am Leben? Ja, alle, beide. Hauen da hinten gerade ab. Hast du das Katapult noch? Ja, ja. Schieß mal auf einen. Hier. Ja, genau, auf den schieße ich. Wird wahrscheinlich nichts bringen, aber... Ich denke nicht. Aber man kann es ja mal probieren, ne? So, mal an alle Fernkämpfer, schieß bitte aus der Ferne. Ah, nee, die schießen nicht, kannst du vergessen. Die sind nicht in Reichweite. Die sind nicht in Reichweite. Ich kann auf die hier schießen.
Pyrosieg. Krass. Okay, die Garnison ist fast am Arsch, meine Hauptarmee auch. Aber er hat gut Schaden kassiert. Boah, die eine Truppe von ihm hat 130 Kills. Kannst du mal sehen. Alter. War das so eine, was war das? So eine Ork, Schwarz-Ork-Truppe, glaube ich. Also ich dachte so eine, Reiter. Reiter, ja. Von mir hat ein Armbrusttrupp 120 Kills. Ja, die Reiter sind einmal in die Typen vom vom Groll, von der Grollschleuder. Und da haben die schon ein Drittel ihres Lebens verloren. Ja, sind da. Ja, die Reiter sind echt krass von denen. Also die rennen da ja teilweise einfach durch wie durch Butter. Als wenn man da eigentlich gar nichts hätte. Ja. Die reiten da durch, ja, wie Kleinfingers Armee, durch die Boten-Armee. Ja. So etwa. Ach ja. War doch mal eine erfolgreiche Schlacht. Was, die von Winterfell oder die? Sowohl als auch.